Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Forest. Und ja, ich schäme mich selbst. Ich habe, was ist mit der Axt los? Warum ist sie so verschwommen? Und warum nur die Axt? Axt! Hör auf, so pixelig zu sein. Die will wohl nicht erkannt werden mit mir. Ja, ich entschuldige mich erstmal für diesen sehr, 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 sehr groben Fehler. Also ich meine, wenn ich richtig gesehen habe, es hatten ja viele gesagt, dass ich die Yacht übersehen hatte. Und mir wurde dann auch die Stelle markiert, das war irgendwie Minute 27:50, irgendwas steht auch in den Kommentaren. Erstmal danke dafür. Und das war wohl irgendwo in der Ferne an Klippen. Und die stand dann halt so ein bisschen aufs Meer hinaus. Zumindest konnte ich da so einen kleinen Minipunkt erkennen. Also, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das eine Yacht war oder ob das einfach nur, weiß ich nicht, was war. Ich weiß es einfach nicht. Wir werden auf jeden Fall mal heute wieder dahin gehen. Und ich werde diese Yacht finden, Leute, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Das habe ich euch gesagt. Warum sind hier so viele Klopfer, so viele Hasen? Warum rennen hier so viele Hasen rum? Was ist hier los? Leute, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Ihr habt doch bestimmt ein eigenes Zuhause, oder? Da müsst ihr mir doch nicht hier vor dem Garten rumrennen. Und jedenfalls, ich will nicht ganz lange plappern. Ich mache mich jetzt direkt auf den Weg, aber ich habe hier nochmal einen Lizard. Den können wir nochmal mitnehmen, weil damit, da haben wir erstmal die Rüstung voll. Also die können wir nochmal voll machen. Zack. So, wunderschön. Was gibt es Besseres? So, ich renne jetzt direkt los. Und falls das wirklich so gewesen sein sollte, dann entschuldige ich mich natürlich dafür, weil, ja, Augen und so, ne? Da brauche ich halt irgendwie, beim nächsten Mal spiele ich dann mit. Oh, wie cool sieht das denn aus? Der Mond geht gerade unter. Und da hinten geht die Sonne auf. Wunderschön. Dann spiele ich am besten das nächste Mal mit Fernglas oder so. Das wär's. Das wär's so mit Fernglas. Dann erkenne ich das auch beim nächsten Mal besser. Und ich gucke jetzt so weit voraus. Also die ganze Zeit aufs Meer. Also wenn ich dann nichts sehe, ich gucke jetzt die ganze Zeit aufs Meer. Wir werden heute die Yacht finden. Das ist, das habe ich euch versprochen. Was zum Teufel? Was ist das? Die Aliens greifen an. Sie wollen die Insel einnehmen. Was ist das? Wie Wasser oder so, das anscheinend im Wasser. Also Pflanzen, die im Wasser schwimmen sollen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir heute die Yacht finden. Das verspreche ich euch heute. Wenn wir die Yacht heute nicht finden, dann ist das Let's Play beendet. So. Das ist jetzt meine Ansage. Wir müssen die Yacht einfach finden. Und hier geht's in eine Höhle rein. Wusste ich gar nicht. Oh mein Gott! Ich hasse diesen Wettereinbruch, diesen ständigen Wetterumbruch. Das ist so krass, Mann. Vor allen Dingen tut das weh in den Ohren und man erschreckt sich voll. Und das will doch kein Mensch. So. Und da oben ist ja dieser Baum, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das genau diese Stelle war. Da ist ja dieser Baum. Und viele meinten von euch, das wäre diese. Oder so eine Art Friedhof für die Kannibalen, für die Nachbarn. Und deswegen sollte man da bitte nicht sein Lager hinbauen. Das beachte ich natürlich. Und ich würde es auch ganz gut finden, wenn wir da jetzt gar nicht hinlaufen, was ich aber gerade trotzdem tue. Und die Yacht ist hier nicht, ne? Hier ist die Yacht nicht, nee. Was ist das da vorne? Was ist das? In der Ferne da vorne. Seht ihr das im Wasser? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Aber wir werden auf jeden Fall heute zur Yacht hingehen. Also zu derselben Stelle, wo die Yacht gesehen wurde. Okay, ich gehe weg. Ich will hier gar nicht sein. Wie schön! Ach, besser kann die Folge doch gar nicht anfangen. Das muss heute klappen. Also unter einem besseren Stern kann die Folge doch gar nicht stehen. Ich hoffe, dass ich laber jetzt auch nicht irgendwas. Aber das muss einfach so sein. Heute müssen wir die Yacht finden. So. Leben ist auch noch voll. Dann rutschen wir mal hier runter. Und hier steht die Yacht nicht. Die Yacht muss da stehen, wo ihr gesagt hattet. Und wenn nicht, dann beiße ich mir selbst in den Po. So. Ihr habt mein Wort. Das LP ist dann beendet. Und ich beiße mir selbst in den Po. Und auf der Gamescom stelle ich mich dann hin und biete mich an, dass man mich schlagen kann. So. Das ist eine Ansage. Also das sind drei Sachen, die dann erfüllt werden müssen, wenn ich die Yacht heute nicht finde. Und wir müssen die Yacht heute finden, denn sonst habe ich ein Problem. Nicht nur wegen diesen Ankündigungen. Weil sonst werdet ihr mir wahrscheinlich. Hi, mach keinen Scheiß. Hui.
Wie geil, was die Tiere ja alles so können, ne? Das ist der Wahnsinn. Guck mal, Seit wann kann man die denn rumschieben? Das war doch vorher nicht so. Aber wunderschöner Hai. Wunderschöner Hai. Aber ich fange hier schon wieder an rumzutrödeln. Können wir den nicht mitnehmen? Komm, das wird jetzt unser Begleiter. Der Wilfried. Wilfried Heilus. Alter! Schaut er mich so um die Gegend. Okay, ich glaube, wir lassen das lieber. Ne? Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Vor allen Dingen, wenn wir dann gleich bei den Felsen sind. Das wird schwierig dann. Und heute werden wir die Yacht finden. Das habe ich heute, glaube ich, schon zum fünften Mal gesagt. Aber ich habe mir das vor zwei Folgen bereits als Ziel gesetzt, weil wir ja davor die Folge so elendig gestorben sind mit dem Hai. Und ich halte daran fest. Ich halte daran fest und das wird auch so bleiben. Und bis wir die Yacht gefunden haben, wird das so sein. Und hier haben wir wieder so einen Friedhofbaum. Ich nenne den einfach Friedhofbaum oder wie könnte man den... Ey, das ist irgendwie so ein Bug. Kann das vielleicht auch das sein, was ich beim letzten Mal gesehen habe, wo ihr dachtet, das wäre die Yacht? Ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe es echt mal nicht, dass das nur so ein Bug ist. Sonst habe ich wirklich ein Problem, Leute. Aber naja, ich bin ganz guter Dinge. Wir haben einen Regenbogen gesehen, wir haben die Sonne aufgehen sehen, direkt zum Anfang der Folge, was uns eigentlich noch nie passiert ist. Wir müssen die Yacht finden. Das ist einfach so. Ich hoffe, ich glaube, das ist... Oh. Ich laufe einfach weiter. Ich habe Gutes im Sinn. Sehr, sehr Gutes im Sinn. Und ich will hier am liebsten nicht runterfallen. So, jetzt sind wir gleich, glaube ich, wieder an der Stelle, wo das gewesen sein soll mit der Yacht. Oder liege ich da falsch? Da vorne, was ist da vorne? Nichts. Haben wir noch ein bisschen Ausdauer zu essen, haben wir auch noch dabei. Aber wie ihr seht, das da vorne ist nicht Yacht, das ist irgendein Glitch oder sowas. Das ist irgendwie so eine komische Anzeige. Das ist keine Yacht, weil dieser Fleck verfolgt mich schon die ganze Zeit. Und da vorne ist die Stelle, glaube ich, wo das sein sollte. Mit der Yacht. Versuch mal jetzt dahin zu kommen. Das war doch direkt bei dem Dorf, oder nicht? Das war doch noch ein bisschen weiter in die Richtung. Wenn ich mich nicht irre. Und die Axt hat sich jetzt auch beruhigt. Ach, perfekt. Also es war da, wo das Boot unten stand. Da. Und ich glaube, es war wirklich dieser Bug, den ihr da gesehen habt. Bitte nicht. Wie komme ich denn jetzt hier runter? So. Dann kann man hier einfach runterlaufen, oder? Genau. Und ich glaube, es war wirklich dieser Bug, der gesehen wurde von euch. Weil, wie ihr seht, hier ist weit und breit keine Yacht. Nichts. Gar nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit man da rausschwimmen kann und ich will das jetzt nicht unbedingt riskieren. Aber hier ist nirgendwo eine Yacht. Oh. Was machen wir denn jetzt? Nochmal um die Insel rumlaufen, dass wir das schon zum dritten Mal machen in der Folge, weißt du? Das ist, also in der darauffolgenden Folge. Also wir haben jetzt drei Folgen. Das ist jetzt schon die dritte Folge, wo wir hier über die Insel laufen und einfach nach der Yacht suchen. Mann, du. Wir gehen einfach mal eine Runde schwimmen. Muss man ja auch mal machen, ne? Das ist ja ganz schön. Besonders bei dem Wetter. Boah, bei dem Wetter, ne? Also momentan ist hier eine Hitze drin, das könnt ihr gar nicht glauben. Ich habe auch wieder beide Fenster auf. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so, man schwitzt sich kaputt bei der Aufnahme. Aber es macht ja trotzdem Spaß. Wenn man denn die Yacht finden würde. So. Ich frage mich, was das sein soll da vorne. Das muss ja einfach irgendwie ein Texturfehler sein, weil der folgt mir auf Schritt und Tritt. Oh, sieht das krass aus, ne? Wie das blendet. Und das sieht irgendwie so aus, würde die Map sich noch aufbauen, so als wäre sie, als würde sie doch da von dem Computer produziert werden. Mit diesen Dreiecken und diesen Quadraten und mit diesen ganzen Ecken. Sowieso viel zu viele Ecken. Und wir gehen mal hier wieder an Land. So. So. Und da vorne ist ein Zelt. Da würde ich auch gerne mal schauen. Können wir mal eben rüber schwimmen. Was haben wir denn hier? Ein Stein. Ja! Das hat's voll gebracht. Wieder der sehr dynamische Wetterwechsel. Nicht.
Einfach wie so ein Lichtschalter. Aber habe ich jetzt ja schon oft genug darauf angesprochen. Wir schauen mal, warum da ein Zelt auf dieser einsamen Insel steht. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich bin gespannt. Einfach schwimmen. Tauchen von selbst können wir nicht, ne? Das macht ja von... Alter, ich dachte gerade, da schwimmt ein Hai. Boah. Hatte ich eine Angst. Krass, wie die Felsen so aussehen, ne? Das ist echt heftig. Und wenn wir dann die Yacht irgendwann mal gefunden haben, in 150.000 Jahren, werden wir uns mal wieder ans Lager begeben. Weil, da ist ja noch einiges zu machen. Und in die Höhlen werden wir uns auch mal wieder begeben. Aber jetzt suchen wir erstmal die Yacht. Hallo? Hallo? Ist einfach nur ein Zelt. Was gar nichts zu sagen hat. Einfach nur ein Zelt. Sonst nichts. Toll. Das ist sehr schön. Ja, dann sollten wir mal wieder darüber schwimmen. Und uns gar nicht lange hier aufhalten, weil ich will die Yacht unbedingt finden. Ich weiß auch gar nicht, wie weit die Insel geht, weil rechts kann man doch gar nicht entlang, oder? Da kann man doch gar nicht rüber. Und hier ist nirgendwo die Yacht. Warum ist die Yacht nicht einfach da, wo sie vorher auch war? Warum ist sie jetzt weg? Das kann doch gar nicht sein, eigentlich. Das ist ja das Komische. Naja, machst du nichts. Da können wir nichts dran ändern. Ich kann da vor allem nichts dran ändern. Könnt ihr ja nicht irgendwie herbeizaubern, die Yacht, oder herbeischnipsen. Das wäre es ja noch. Da fehlt ja noch hier. Oh. Ich will schon wieder die Nachbarn schreien. Treiben da schon wieder ihre Spielchen in den Tiefen des Waldes. Während hier der Donner auf uns einprasst. Und ein Bus an meinem Fenster vorbeifährt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich entschuldige mich dafür, wenn ihr das hört. Oder falls ihr das hören solltet. Und ja, zwei Tage ja wieder ausgefallen, die Folge, weil, ja, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Weil es einfach so warm ist und ich war halt draußen. Entschuldigung, tut mir leid, dass ich rausgehe, ins Wasser gehe, schwimmen gehe. Das darf man ja eigentlich gar nicht so als Gelegenheitsspieler. Und vor allen Dingen duschen ist ja die Höchststrafe. Nee, Quatsch. Aber das ist halt natürlich so ein Klischee, was leider immer noch so auf diese Szene lastet. Ungepflegte Spieler. Und, ja, was natürlich Quatsch ist. Schwachsinn. Und hier, wir haben wieder unsere Dreiecke. Und dann sind wir wieder hier. Also irgendwann, also ich kenne so langsam, die Insel kenne ich wirklich auswendig. Kann man da rechts lang? Ich will es gar nicht probieren. Sollen wir das mal probieren? Einfach da mal rüber zu schwimmen? Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Einfach mal zu schauen. Warum ist hier ein Hase? Wie ist der hier hingekommen? Das kann doch gar nicht sein. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt hinrennt. Ist das ein Wasserhase? Na? Ist das ein Wasser? Ja, na klar. Der geht jetzt. Der ist wie SpongeBob, weißt du? Der da unten ist Bikini Bottom, da rennt der jetzt runter. Also echt komisch, ne? Also die Physik ist manchmal, die Hasen. Also ich fände das schon echt vom Vorteil, wenn die auch wirklich schwimmen würden und nicht einfach den Berg runterrennen würden, als wäre das nichts. Als würde das Wasser gar nicht existieren. Und, ja, ist halt komisch, ne? Hallo Patrick. Ich muss euch natürlich auch wieder danken für die vielen Kommentare, die geschrieben wurden. Also danke, 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 immer wieder danke. Ohne euch wäre ich schon untergegangen hier. Und wäre einfach... Ja. Ich wäre einfach gar nicht... Oh, was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Nein, keine Haie. Leute. Weißt du, plötzlich tauchen da Haie auf. Normalerweise sind die... Was zum Teufel? Hä? Was war das? Was ist nur mit dieser Insel los? Wo sind die Haie jetzt hin? Fliegende Haie, jawoll! Oh Mann, Leute. Hauptsache erstmal Lego eine unter Wasser. Das können wir gerne mal nutzen, das stört mich auch nicht. Können wir gerne mal nutzen, um die Lego eine mal eben die Rüstung abzunehmen. Hallo? So? Ich hoffe mal, die Haie kommen jetzt nicht hierher geflogen.
Also wie ihr seht, eine sehr realistische Insel, wo einfach mal das Wasser aufhört und man einfach mal runterfällt. Kann man mal machen. So, hier haben wir noch einen Leguan. Zack. Und dann haben wir auch die Rüstung wieder voll. Zack. Und hier können wir anscheinend doch weiterlaufen. Wusste ich nicht. Kommen wir hier hoch? Schaffen wir das? Ich glaube, das schaffen wir, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch auf diese Insel kann. Es war noch nicht immer so, oder? Oder willst du mir erzählen, wir haben die ganze Zeit diesen Teil hier ausgelassen? Das wäre natürlich mega bitter. Aber das habe ich bisher auch noch nicht gelesen, dass man hier hin kann. Auch in den Kommentaren noch nicht. Oder ich habe es einfach verdrängt, aber ich bin mir sicher, dass ich das noch nicht gelesen habe. Ja gut, dann laufen wir mal hier weiter. Das ist eine ganz neue Erfahrung hier, weil den Rest kennen wir schon, aber das ist ja ein ganz neuer Abschnitt. Jetzt bin ich mal gespannt. Es geht hier auf jeden Fall weiter. Und wir sollten mal eben... Ach, wir haben ja gar nicht mehr zum Auffüllen. Super. Wir machen uns mal eben ein kleines Lagerfeuer. Können wir mal eben was essen. So, weil wir brauchen ja... Warte mal, brauchen wir da Stöcke für oder Holz? Ich glaube nur Stöcke, oder? Lagerfeuer bitte. Ein vernünftiges, also so ein Mini-Lagerfeuer. Zack. Zack. Dann können wir mal eben das Feuer nehmen und uns mal was zu Leckeres zu essen kochen. So. Machen wir hier mal ganz kurz Rast, während meine Axt da runterrutscht. Warum auch immer. Also ist ja dieser alte Bug. Und ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Leute schreien. Ach so, das ist draußen. Das ist eine Melodie. Ja, das erklärt natürlich einiges. Auch draußen vor meiner Tür fahren komische Autos rum. Und da haben wir wieder einen Regenbogen. Wunderschön. Zum zweiten Mal einen Regenbogen gesehen heute. Also das muss echt Glück bringen. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. So, wie sieht's aus? Also die Luft... Wie nennt man das jetzt? Die Ausdauer. So, die Ausdauer ist wieder fast voll. Also ist jetzt wieder voll. Und dann können wir einfach weiterlaufen. Ich nehme mal wieder zur Sicherheit einfach meine Axt. Dann schauen wir mal, was das hier für eine Insel ist. Ich glaube, das ist einfach eine Insel und hier ist noch nicht so wirklich generiert, oder? Also irgendwie nur Zelte oder so. Also hier stehen gar keine Zelte oder geschweige denn Nachbarn, die hier rumlaufen. Oder liege ich da einfach nur falsch? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich will einfach nur diese Yacht finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Da geht's auch weiter. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass vorher mal gesagt wurde, dass man diesen Bereich noch nicht betreten kann. Das ist dann immer so ein... Da, siehst du? Genau. Also bis hier können wir langlaufen. Dann können wir hier langlaufen. Also so viel macht das jetzt auch nichts. Oh, warte mal. Also da können wir noch nicht rüber. So wie es aussieht. Noch nicht. Ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall in nächster Zeit ändern. Jetzt laufen wir mal hier lang. Okay, einfach nur ein Baumstamm. Aber hier laufen auch noch keine Nachbarn rum. Hier ist noch gar nichts. Ich glaube, hier kommt noch was hin. Worauf man echt gespannt sein kann. Aber ich lenke hier gerade wieder voll vom Thema ab, weil ich will ja die Yacht finden. Was ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, ne? Also ich will nur die Yacht finden. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft ich in der Folge schon... Oh, ganz im Gegenteil. Hier gibt es Nachbarn oder hier gibt es zumindest ein Dorf von Nachbarn. Ja, das kennen wir doch noch. Lol, hä? Und natürlich fängt die Musik wieder an. Aber wir sollten uns gar nicht hier aufhalten, das ist nämlich doof. Alter, so laut. Aber das kennen wir hier schon. Können wir darüber? Kann man darüber? Hey, warum muss der hier schwimmen? Verstehe ich nicht. Also bis hier können wir noch rüber. So. Ich
glaube, viel weiter können wir auch nicht mehr rüber, ne? Und ich halte echt Ausschau. Die Yacht ist nicht mehr da, Leute. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Die Yacht gibt es nicht mehr. Die haben die einfach entfernt. Und damit auch das Tonband. Warum auch immer. Was ist das denn jetzt plötzlich hier? Also hier können wir auf jeden Fall noch hin. Hier haben wir wieder unsere tolle Blumen. Neue Geräusche haben sie auch hinzugefügt. Kann das sein? Okay, hier darf man nicht mehr hin. Müssen wir, glaube ich, wieder rüberschwimmen, weil uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also ich halte echt meine Augen offen, aber die Yacht ist hier nirgendwo. Das, sonst hätten wir das doch gesehen. Und es fängt wieder an zu gewittern. Und der Regen hat einfach mal keinen Ton, so wie es einfach mal ist hier auf der Insel. Also ich wundere mich über gar nichts mehr hier auf der Insel. Das ist einfach, das ist, ja, da muss man halt mit leben, ne? Ist halt keine Urlaubsinsel mit 5-Sternen-Hotels. Muss man halt schauen, wo man bleibt. So. Und dann gehe ich mal eben hoch hier wieder. Zack. Da sind wir auch schon. Und dann schauen wir mal, ob wir die Yacht noch finden. Was ich stark bezweifle, weil da vorne ist schon wieder unsere Hütte. Also, die Yacht ist nicht mehr da. Oder ist es einfach nur ein Bug momentan? In der man die Yacht gar nicht sehen kann. Die aber trotzdem irgendwie da ist, aber irgendwie auch doch nicht. Keine Ahnung. Ich versuche mir das irgendwie gerade zu erklären, was gar nicht möglich ist. Also wäre das Mysterium mit der Yacht auch aufgeklärt. Also zumindest das Mysterium, wo ihr dachtet, ich hätte die Yacht übersehen. Aber es war ja nicht die Yacht. Es war einfach irgendwie ein Texturfehler oder irgendwas, was mich verfolgt hat, was jetzt auch irgendwie gegangen ist. Also es ist nur auf der Seite des Meeres. Also hier sieht man das nicht. Und da vorne haben wir schon wieder das nächste Dorf, was wir natürlich umlaufen werden. Ah, Nachbarn? Habe ich bisher auch keine gesehen. Was mich aber gar nicht so wirklich stört, ehrlich gesagt. Und hier sind auch keine Nachbarn. So, hier mal wieder unseren Teich, den allseits bekannten. Und vorne haben wir den See. Was war das? Ist gar nicht, nein, nein, nein. Ich frage einfach gar nicht. So, hier haben wir den See. Wo natürlich auch keine Yacht da ist. Okay, es wird langsam Nacht. Hier fängt wieder die Musik an bei dem See. Und wir liefen weiter. Nach 3 Tagen Suche, immer noch keine Yacht. Wir dachten, wir hätten sie einfach übersehen. Aber nein. Die Yacht war nicht da. Sie war verschwunden. Sie war einfach gegangen. Ohne Bescheid zu sagen. Die Yacht hatte sich nicht mal verabschiedet. Einfach weg. Als hätte die Welt sie aufgefressen. Und wir fragen uns immer noch, womit wir das verdient haben. Womit wir dieses schreckliche Schicksal verdient haben, hier gestrandet sind. Warum? Wir fragen uns, warum das passiert ist. Und warum nur wir überlebt haben. Während hier der Donner einschlägt. Hört die Musik einfach auf. So. Und hier haben wir das Zeltlager. Ab zur Hütte. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Yacht ist nicht da. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Yacht ist einfach weg. Die ist einfach gegangen. Verschwunden. Hat sich verabschiedet von uns. Und wir... Ja. Kann man auch mal so machen. Einfach mal runterspringen, ne? Und jetzt sind wir hier wieder und wir sind kein Stück weitergekommen. Geil. Geil, weil die Yacht einfach verschwunden ist. Ich laufe jetzt nochmal hier lang. Vielleicht finden wir ja die Yacht. Vielleicht finden wir sie ja noch hier auf den letzten Metern. Aber hier geht es ja nicht mehr weiter. Hier waren wir ja schon. Hier ist ja nichts. Hier ist wieder ein Hai. Da geht die Sonne unter. Der Donner setzt wieder ein.
Und wir haben die Yacht immer noch nicht gefunden. Aber ich sag euch, das zählt nicht zu der Wette, weil ihr habt gesehen, wir sind jetzt einmal die Karte zum dritten Mal einmal ganz durchgelaufen, entlang der Küste. Es gibt hier keine Yacht. Es ist, sie ist nicht da. Sie ist einfach weg. Und ehe ich jetzt hier nochmal rumlaufe, würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge einfach mal weiter an unserem Lager. Und suchen mal eine Höhle wir wollen ja eigentlich nur dieses Tonband haben. Vielleicht gibt es das Tonband ja auch woanders noch. Dass es vielleicht irgendwie in der Höhle gibt. Vielleicht wisst ihr ja da Näheres. Und bei diesem wunderschönen Mondaufgang, sage ich einfach mal, verabschiede ich mich in die nächste Folge. Es tut mir echt leid, aber was soll ich tun? Die Yacht ist einfach nicht da. Ich kann sie ja nicht herbeizaubern. Ich wünsche, es wäre so. Ich will einfach nur dieses Tonband haben und will Musik hören, ein bisschen rumsingen. Mit euch zusammen. Nein! Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht jetzt auf der letzten Folge, bitte. Sie haben uns noch nicht gesehen, oder? Wir müssen steuerlich wieder nach Hause. Und da vorne leuchtet irgendwas. Weil ich will gar nicht wissen, was es ist. Ist das der Baum oder was? Hängt da jemand am Baum? Irgendwie sind die gerade Oh, jetzt rennen sie wieder weiter. Okay, nicht jetzt noch auf den letzten Meter hier drauf gehen. Das will ja niemand. Okay, mach mal schnell das Feuer an. Und dann gehen wir schnell in den Shelter. Feuer an, bitte. Feuer, Feuer, Feuer. Los, Feuer an. Boah. Jetzt wären wir ja fast erfroren auf den letzten Metern. Dann setze ich mich hier hin. Und verabschiede mich für die nächste, bis zur nächsten Folge. Es tut mir echt leid, Leute. Es tut mir echt leid. Mann. Tut mir leid. Also vielleicht wisst ihr ja mehr. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Und schreibt bitte in die Kommentare, was ihr sowieso macht. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wir werden die finden. Wir werden diese Yacht finden. Egal, was wir dafür tun mussten, das habe ich mir als Aufgabe genommen. Und das wird passieren. Wir werden dieses Tonband in unseren Händen halten und werden so glücklich sein. Das glaubt ihr gar nicht. Hier diesen Schrittzähler. 2876 Schritte sind wir heute gelaufen. Und es hat sich einfach nicht gelohnt. Naja, ich hoffe, es hat euch diese Folge trotzdem gefallen. Wir haben ja trotzdem schöne Ecken gesehen. Wir haben einen neuen Teil der Insel gesehen. Und wir haben jede Menge Donner gehört, wo ich mich erschrocken habe. Und in der nächsten Folge bauen wir dann ein bisschen am Lager weiter. Wir gucken mal, dass wir das ein bisschen abgeschlossen kriegen. Und dass wir uns mal in die Höhle begeben. Und ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auch auf eure Tipps. Nochmal vielen Dank für die Tipps, für den Tipp mit den Bären. Wurde mir auch weitergeholfen. Ich weiß es leider nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber wie gesagt, ich bin echt auf eure Tipps angewiesen und brauche die auch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch gemeinsam, wenn wir hier auf dieser Insel wieder gestrandet sind und diese Insel erkunden werden. Bis zur nächsten Folge und macht es gut. Einen schönen Abend noch. Ich stelle euch da wieder einen Muffin hin. Muffin eurer Wahl, wie immer. Einfach in die Kommentare schreiben, welchen Muffin ihr gerne hättet oder welchen Muffin ihr gerne mögt. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge und sage einfach mal ciao. Bis dann, Leute. Und habt einen schönen Tag. Tag, Abend, Morgen. Egal, wann ihr diese Folge schaut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. So, jetzt versuche ich gerade alles auf einmal zu sagen. Es geht leider nicht. Ich höre jetzt auf. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.